Kanzlerkandidaten gefunden hat. Wir hoffen, dass es Peer Steinbrück gelingt, die gesamte Partei hinter sich zu versammeln, weil das ganz sicher eine Voraussetzung ist für einen erfolgreichen Wahlkampf. Wir sind uns sehr sicher, dass Steinbrück es schaffen kann, Traditionsklientels der SPD zu mobilisieren, die in vergangenen Wahlen gar nicht zum Wählen gegangen sind. Und heute ist ein guter Tag, zu sagen, ja, die Auseinandersetzung mit Schwarz-Gelb beginnt. Unser Ziel ist eindeutig. Wir wollen Schwarz-Gelb ablösen mit eigenständigen, starken Grünen, mit einer grün-roten Mehrheit. Ja, wir sind in der Abmoderationsphase der schwarz-gelben Koalition. Der Anfang vom Ende von Schwarz-Gelb ist hiermit eingeläutet. Die SPD ist jetzt offensichtlich im Kampfmodus. Sie hat die Boxhandschuhe angezogen. Peer Steinbrück ist der Herausforderer der Bundeskanzlerin. Damit ist aber auch klar, dass die SPD sich nicht bewirbt, Juniorpartner zu werden in einer Koalition mit Frau Merkel, sondern ganz offensichtlich darauf setzt, mit Bündnis 90 die Grünen zusammen eine Mehrheit nächstes Jahr zu bekommen. Das begrüßen wir ausdrücklich, denn auch wir kämpfen für einen Regierungswechsel, wir kämpfen für eine Ablösung von Schwarz-Gelb und wollen diese Koalition ersetzen durch eine Koalition mit den Sozialdemokraten zusammen. Und ich glaube, nach heute ist klar, das ist möglich. Diese Möglichkeit besteht ausdrücklich. Jetzt ist unser nächstes Ziel, dass wir in Niedersachsen einen Regierungswechsel hinbekommen, dort die schwarz-gelbe Regierung ablösen. Und dann werden wir alles dafür tun, unser Wählerspektrum auszuschöpfen. Die SPD muss ihr Wählerspektrum ausschöpfen. Und am Ende gibt es eine ernsthafte Chance darauf, dass wir eine rot-grüne Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Viele Bürgerinnen und Bürger erinnern sich daran, dass es schon mal rot-grün in Deutschland gab. Und wenn man mal vergleicht, wie wir regiert haben mit der jetzigen Koalition, da kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, sowohl die Inhalte haben bei uns gestimmt, aber auch das Handwerksvermögen hat bei uns gestimmt. Insofern, es ist Zeit für einen Wechsel und der Wechsel ist hiermit eingeläutet. Und zwischen, da muss ich sagen, darf ich aus Bayern kommend, zwischen Niedersachsen und dem Bund gibt es noch was in Bayern. Und auch das ist eine Kampfansage an die bayerische CSU. Ab jetzt geht's los, wir wollen Schwarz-Gelb nachhaltig ablösen, auch in Bayern. Also da gilt das alte Prinzip, wir entscheiden nicht, wer bei den Sozialdemokraten Kanzlerkandidat wird und die entscheiden nicht, wer bei uns Spitzenkandidat wird. Das macht jeder für sich. Wir nehmen die Entscheidung zur Kenntnis. Herr Steinbrück hat sich ja nun sehr klar geäußert, auch zu Nordrhein-Westfalen. Er wurde ja gefragt bei der Pressekonferenz, wie er steht zu der Zeit, als er mit uns zusammen dort koaliert hat. Ich glaube, er schaut sich an, wie da gegenwärtig gearbeitet wird unter Frau Kraft und unter Frau Löhrmann. Und ich glaube, das ist das Beispiel, an dem sich Herr Steinbrück orientieren wird und die SPD orientieren wird. Überall da, wo SPD und Grüne auf Augenhöhe fair miteinander umgehen und nicht eine Krachkoalition machen. Mit Koch und Kellner arbeiten wir erfolgreich zusammen. Das kann man gegenwärtig in 5 Bundesländern erfolgreich studieren, darunter die größten und wirtschaftsstärksten der Bundesrepublik Deutschland. Insofern, daran wollen wir uns orientieren. Das gilt für uns Bündnis 90 Die Grünen. Ich gehe aber davon aus, dass es auch für die SPD gilt. Kam das für Sie jetzt sehr überraschend, dass es wirklich dann doch am Ende so schnell ging, weil alle ja davon ausgegangen, dass erst das Ganze im November passieren wird? Ja, das ist doch gut, dass die SPD sich schneller entscheidet. Möglicherweise hat aber auch unser Auftakt, wir sind ja schon mittendrin mit unserer Urwahl, die ja auch eine Mobilisierung ist für die gesamte Partei, die eine klare Ausrichtung hat in Richtung Bundestagswahlkampf, sind die Sozialdemokraten auch ein Stück weit unter Druck gekommen. Und das ist gut, dass die Entscheidung jetzt da ist. Dann kann man sich jetzt wirklich mit voller Kraft der politischen Auseinandersetzung mit Schwarz-Gelb widmen. Wir treten nicht als eine Partei an. Das ist sehr wichtig. Wir treten ein als eigenständige grüne Partei. Wir wollen mobilisieren. Wir wollen so viel wie möglich Stimmen bekommen. Wir wollen so stark wie möglich sein. Denn wir wollen ja nicht nur einen Regierungswechsel, sondern wir wollen einen Politikwechsel. Wir wollen eine andere Politik für Deutschland. Und dafür braucht es starke Grüne. Und die SPD hoffentlich geschlossen hinter dem Spitzenkandidaten, hinter dem Kanzlerkandidaten, wird ihre Klientels mobilisieren. Und wir sind nicht eine Partei, wir haben sicher auch Unterschiede, aber die Gemeinsamkeiten zur SPD sind einfach sehr viel größer als zu allen anderen. Und deswegen setzen wir auf Rot-Grün versus Große Koalition.
Frau Roth, ganz klar nochmal, Sie hatten ja bisher immer Koalitionen ausgeschlossen, auch für den Wahlkampf, und immer gesagt, wir setzen auf grüne Inhalte. Wir wollen nicht unbedingt uns schon sozusagen verbünden. Jetzt aber die klare Ansage doch sozusagen zu einem Bekenntnis mit der SPD. Wie kam das jetzt zu diesem Wandelwechsel? Naja, wir haben schon sehr klar gesagt, dass wir nicht nur einen Regierungswechsel wollen, sondern dass wir eine andere Politik wollen. Wir sind nicht sozusagen der Austauschpartner für Frau Merkel, die einen siechenden Koalitionspartner hat, sondern wir wollen eine andere Politik. Und trotz aller Differenzen, die es auch mit den Sozialdemokraten gibt, in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik, sind uns die Sozialdemokraten inhaltlich sehr viel näher. Die Inhalte bestimmen unsere Zusammenarbeit, die Inhalte bestimmen eine zukünftige Regierungskonstellation und Koalition. Und deswegen sagen wir, Politikwechsel geht mit Rot-Grün. Die Alternative wäre Stillstand mit einer großen Koalition. Und da gibt es nun so viele Erfahrungen, dass große Koalitionen große Probleme eben nicht lösen, sondern eher aussetzen. Und deswegen sehr kämpferisch für unsere grünen Inhalte, für unsere grünen Themen, für unsere grünen Prioritäten in einem Bündnis mit den Sozialdemokraten. Wobei die Ansage von Herrn Steinbrück, dass er nicht Minister in einer Regierung von Frau Merkel werden möchte, natürlich auch so interpretiert werden kann, dass für den Fall, dass es nicht reichen sollte für Rot-Grün, die SPD dann mit einem anderen oder mit einer anderen dann in eine Koalition mit der CDU, CSU gehen kann. Das heißt, für die Wechselwähler, die zwischen SPD und Bündnis 90 die Grünen stehen, an die sagen wir, wer sicher gehen möchte, dass es zum Wechsel kommt, der oder die muss Bündnis 90 die Grünen wählen. Also wir werben dafür, dass Bündnis 90 die Grünen so stark wie möglich wird. Es wird ganz zentral auf unser Wahlergebnis ankommen, damit es am Ende im September nächsten Jahres reicht für einen Regierungswechsel. Das heißt, eine schwarz-grüne Koalition schließen Sie kategorisch aus? Also wenn die deutsche Sprache Sinn macht, dann ist klar, wie wir vorher gesagt haben, von den Schnittmengen her haben wir die entscheidenden Schnittmengen mit der SPD. Wir brauchen eine Regierung, die kraftvoll anpackt bei der Energiewende. Wir brauchen eine Regierung, die einen klaren Kompass hat beim Thema Europapolitik. Wir brauchen eine Regierung, die dafür sorgt, dass die Gesellschaft durchlässiger wird für Arbeiterkinder, für Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Alles das mit der Union zu realisieren, da reicht meine Fantasie nicht aus. Und ich glaube, ich bin da unverdächtig, ideologisch an die Sache ranzugehen. Deshalb sagen wir, bei der Bundestagswahl 2013 streben wir ein Bündnis mit der SPD an. Aber wir gehen getrennt in die Auseinandersetzung. Wir machen einen grünen Wahlkampf, die SPD macht einen SPD-Wahlkampf. Und am Ende müssen wir beide dafür sorgen, dass wir genug auf die Waage bringen, damit es reicht für einen Regierungswechsel. Und der Wahlkampf, der ist jetzt eingeläutet. Wie soll denn ein Bündnis gehen, wenn ich das noch sagen darf, wie soll denn ein Bündnis gehen mit einer CDU, die immer noch ihren CSU-Bruder am Hals hat, die eine verstaubte Gesellschaftspolitik machen, die für die Herdprämie sind, gegen die Frauenquote sind, die nichts tun für Lohngleichheit, die es zulässt, die CDU, Frau Merkel, die es zulässt, dass antieuropäische Stimmungsmache vor allem in Bayern von der CSU passiert, die Energiewende systematisch hintertreibt. Mit Verlaub, wenn ich sage, Inhalte bestimmen unsere Zusammenarbeit, dann sind diese Inhalte zentral von uns entfernt. Sie streben es an, aber Sie schließen es, also Sie würden jetzt heute an diesem Tag jetzt nicht sagen nein, sondern Sie streben es anders an. Es wäre absurd, jetzt über andere Optionen zu diskutieren, weil das würde ja implizieren, dass wir selber nicht daran glauben, dass wir eine Mehrheit für Rot-Grün bekommen können. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es diese Mehrheit geben kann. Und Nordrhein-Westfalen hat ja gezeigt, dass entgegen aller Unkenrufe es am Ende möglich war, eine deutliche rot-grüne Mehrheit zu bekommen. Und das hat man anderswo auch gesehen. Wir sind davon überzeugt, dieses Rennen ist offen. Es gibt jetzt auf der einen Seite die Option einer großen Koalition und auf der anderen Seite wissen wir seit heute, die SPD will kämpfen, wir sowieso. Und jetzt gibt es eine klare Option mit einer Mehrheit für SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Das ist, wie man auch Schwäbisch sagt, kein gemähtes Wiesle, also keine gemähte Wiese. Da müssen wir viel dafür tun, damit es tatsächlich auch so kommt. Und wenn alle die Ärmel hochkrempeln und jetzt wirklich werben für den Wechsel, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, im September eine Mehrheit zu bekommen für SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Dankeschön.